Bienvenue! Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Wir sind gerade wieder auf dem Weg zurück in die Bretagne zu unserem alten Hof, den wir uns letzten Jahres, Anfang letzten Jahres gekauft haben und auf dem wir uns, sagen wir mal, ein etwas alternatives Leben aufbauen wollen. Aussteigen light, kann man vielleicht so sagen. Mit dabei natürlich Annika, außerdem ist im Kofferraum unsere Witchback-Hündin Baina. Baina, sag mal was! Super, Baina! Und natürlich schleppen wir wieder unseren vollgepackten Hänger mit. Und auf dem Anhänger stehen meine lang ersehnten Maschinen. Hier vorne steht mein Abrichtdickenhobel drauf. Und hier hinter steht meine Formatkreissäge. Alles regendicht verpackt, weil es mit Sicherheit regnen wird auf der Überfahrt. Außerdem haben wir noch zwei Birnbäume dabei, die wir bei uns wieder pflanzen werden. Und einen Kirschbaum. Und noch so ein bisschen anderen Maschinenkram. Und beim Verladen von der Maschine hier ist schon fast der Super-GAU passiert. Ich blende das mal eben ein. Da hatten wir auf jeden Fall mega Glück, dass das nicht in die Hose gegangen ist. Die Palette ist einfach genau passend da auf den Anhänger gefallen. Wir mussten die nicht mal mehr verrutschen. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich auch so ein bisschen nervös, was diese ganze Überfahrt angeht. Erstens, weil wir natürlich schon wieder nachts fahren. Das ist an sich schon ziemlich anstrengend, mit so einem Gespann die ganze Nacht durchzufahren. Und vielleicht liegt es auch einfach am Wert von der Ladung hier. Ich glaube, die Ladung, die ist jetzt gerade ja, doppelt so viel wert wie das Auto. Und das macht mich eben, glaube ich, so ein bisschen nervös, muss ich sagen. Die Ladung ist nämlich nicht versichert. Wir haben uns das extra bei Versicherungen nochmal nachgefragt und man bräuchte so eine extra Transportversicherung, die wir jetzt nicht haben. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich so ein bisschen aufgeregt bin. Aber es ist ja bei weitem nicht die erste Fahrt, die wir in die Bretagne machen. Von daher, es wird schon alles gut gehen. Und wenn während der Fahrt nichts dazwischen kommt, dann sehen wir uns in Frankreich. Und ergänzend wollte ich noch sagen, dass wir mit dem Anhänger gerade wirklich am absoluten Maximum sind. Der hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 1500 Kilogramm und wir haben den extra vorher gewogen, bevor wir losgefahren sind. Mit 1420 Kilogramm plus Stützlast von, ich schätze, 60, 70 Kilogramm. Das heißt, wir sind gerade 10, 20 Kilo unter Maximalgewicht. Und in Kombination mit dem Wert, den wir hier gerade durch die Gegend fahren, habe ich schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das ist ja nicht die erste Fahrt und was soll schon passieren? Der Kaffee hält mich wach und ich hau mich gleich weg. Annika haut sich gleich weg. Hoffentlich kann ich gut schlafen. Aber jetzt, wir sehen uns in Frankreich. Jo, wir sind dann auch mal angekommen in Frankreich. Wir sind jetzt hier zurück auf unserem Hof. Genau genommen sind wir schon seit gestern hier. Wir sind gestern um 11:45 mittags hier angekommen. Das heißt, wir waren 16 Stunden lang unterwegs. Wir waren des Todes müde und haben gar nichts mehr gemacht. Und jetzt haben wir vor, den Anhänger hier erstmal in meine Werkstatt hier reinzuschieben, damit der trocken steht. Es ist wie gewöhnlich in der Bretagne am Regnen und da können wir erstmal die Plan hier und sowas abnehmen. Und dann hat es auch noch aufgehört zu regnen. Daraufhin kamen unsere Nachbarn direkt mit ihrem Trecker vorbei. Der Plan war es, die jeweils fast 500 Kilogramm schweren Maschinen genauso herunterzuladen, wie wir sie auch aufgeladen haben. Aber beim Beladen hatten wir noch einen Gabelstapler mit Zinken zur Verfügung und jetzt eben nur einen Trecker ohne Zinken, was die Sache ein bisschen schwieriger gemacht hat und wir mussten etwas improvisieren. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht nervös war, als ich diese Maschinen nur an den Spanngurten hängen sehen habe. Wenn da irgendwas schiefgegangen wäre, eieieiei, es wäre wirklich eine große Katastrophe für mich gewesen. Und dann ist es passiert, dass alles gut gegangen ist. Und jetzt bin ich wirklich heilfroh, dass dieser Part, wo ordentlich hätte was schief gehen können, hinter uns gebracht ist. Ja, und wir sind wirklich mega happy, solche Nachbarn zu haben. Ja Mann, beide Maschinen sind heil in die Werkstatt gekommen. Wir mussten hier so eine kleine Konstruktion bauen, damit diese Gurte nicht so an den Maschinenkanten hier so drücken. Deswegen jetzt drückt der Gurt hier so an der Holzkante. Und ja Mann, das hat richtig gut geklappt. Auch ohne Zinken. Jetzt werden wir uns die Tage noch einen Hubwagen ausleihen. Wir haben schon bei Le Bon Coin, so oder so ähnlich ausgesprochen, haben wir schon eine Anzeige gefunden. Das ist das französische Pendant zu eBay Kleinanzeigen. Ja, da werden wir uns einen kleinen Hubwagen ausleihen und dann können wir die Maschinen auch von den Paletten holen und dann kann ich das so hinstellen, wie ich das haben möchte. Und in ein paar Tagen ist dann Weihnachten für mich, ne? Dann geht's ins Auspacken. Das war Weihnachten jetzt für die nächsten 30 Jahre für dich. Scheiße.
Und bis auf die beiden großen Maschinen hatten wir ja noch drei weitere Obstbäume dabei. Die haben wir natürlich direkt in die Erde gesetzt, weil die überleben natürlich nicht ewig in Plastiksäcken. Und somit haben wir jetzt hier drei Apfelbäume, zwei Birnbäume und eine Kirsche stehen. Da wird sich auf jeden Fall noch mehr dazu gesellen, vielleicht noch ein Pflaumenbaum. Wir wollen auf jeden Fall diese Fläche hier, wo ich jetzt auch gerade bin, optimal nutzen, dass wir möglichst viel Obst ernten können. Wir wollen ja über einen möglichst langen Zeitraum uns mit Obst auch selbst versorgen können. Wir hatten die Tage jetzt sogar die Idee, die Hühner hier laufen zu lassen, weil Hühner, die würden auf natürliche Weise quasi hier die ganze Fläche düngen. Und wenn hier erstmal schön Wiese wächst, vielleicht mit ein paar Kräutern und sowas zwischen den Bäumen und sowas, und dann noch die Hühner dazwischen herlaufen, ich glaube, das wird richtig schön. Ich freue mich da richtig drauf. Das ist auf jeden Fall noch ein langer Weg, aber alles kommt zu seiner Zeit. Ich muss noch einmal kuscheln. Oh. Vor lauter Maschinen abladen und Bäume pflanzen darf natürlich unsere Ridgeback-Hündin Baina auch nicht zu kurz kommen. Sie ist jetzt 7 Monate alt und wir wollen einfach mal ein Zwischenfazit geben. Um nochmal von vorne anzufangen, wir haben Baina mit 9 Wochen bei der Züchterin Janette Deiters mit ihrem Kennel Eden auf Afrika abgeholt. Danach waren wir noch kurze Zeit in Deutschland, bis Baina dann wirklich reisetauglich und vollständig geimpft war. Oder komm, oder bleib da, ist egal. Nach einem halben Jahr können wir also sagen, dass wir es nicht bereut haben, uns diesen Hund zugelegt zu haben. Denn wir lieben einfach diesen Hund und es ist einfach schön, wenn er morgens zu dir kommt, ins Bett nochmal rein oder abends auf die Couch sich zu dir kuschelt. Es ist einfach toll und dieser Hund passt gerade richtig in unser Leben rein. Hätten wir nämlich jetzt beide noch unsere Vollzeitjobs in Schichtarbeit, dann wäre definitiv nicht genug Zeit für den Hund da. Ich glaube, der Ridgeback als Rasse, der braucht einfach viel Aufmerksamkeit. Wir gehen mindestens 2-mal am Tag mit dem Hund hier eine große Runde. Wir trainieren auf dem Hof ein bisschen oder im Haus. Und wenn man da nebenbei noch irgendwie außer Haus arbeitet, dann würde der Hund definitiv zu kurz kommen. Aber da wir halt wirklich Vollzeit auf dem Hof sind, sowohl jetzt als auch in Zukunft, weil auch in Zukunft werden wir vom Hof aus arbeiten. Das heißt, wir sind immer mit dem Hund zusammen und ich glaube, das braucht dieser Hund auch. Auf der anderen Seite ist der Ridgeback wirklich ein Hund, der, wenn man ihn wirklich tagsüber gefordert hat, richtig lange schlafen kann, was ich persönlich eigentlich ziemlich gut finde. Zumindest ist es mit unserer Ridgeback-Hündin so, da gibt es mit Sicherheit auch Unterschiede innerhalb der Rasse. Aber es kommt nicht selten vor, dass Baina wirklich um 8, 9 Uhr auf dem Sofa einschläft. Dann gehen wir irgendwann rüber nach oben ins Bett und dann schläft die bis 9 oder 10 Uhr. Das finde ich persönlich auf jeden Fall sehr angenehm. Und was man sonst so über den Ridgeback hört, ist, dass er kein Wasser mag. Das können wir wirklich nur bestätigen. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass wir mal in der Welpenspielstunde waren und dann fing es an zu regnen. Und dann kam Baina zu uns gelaufen und sollte Sitz machen. Und anstatt sich auf einen nassen Rasen zu setzen, hat sie sich tatsächlich auf meine Schuhe gesetzt. Das war schon wirklich verdammt witzig. Schwimmen sehen haben wir Baina noch gar nicht, ne? Nein. Also, dass sie mal richtig komplett im Wasser war, weiß nicht, gab es bisher noch nicht. Und auch wenn es regnet, dann muss man die teilweise schon ja, fast dazu treiben, mal rauszugehen. Also Regen und Wasser, das mag unsere Hündin wirklich gar nicht. Sitz oder Platz macht die auch heute noch nicht, wenn der Untergrund zu nass ist. Und dazu mal ein kleiner Einspieler. Super, Fuß. Super. Platz. Sitzen. Salut. Super. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal im nassen Rasen. Mal sehen, ob Baina das auch mitmacht. Baina, komm. Ja. Super. Baina, sitzen. Platz. Okay, es ist zu nass. Das ist schon echt witzig, wie die sich teilweise anstellt, nur weil es ein bisschen nass ist. Ja, Flügelchen auf. Ja. So sieht es dann aus, wenn Baina ihre 5 Minuten hat. Hey. Und zum Thema Autofahren. Wir haben ja mal erwähnt, dass Baina ein bisschen Angst hat davor, in den Kofferraum zu springen. Und wir haben auch echt einiges versucht, spielerisch, sowie auch, wir haben sie regelmäßig im Kofferraum gefüttert. Aber es hat alles irgendwie nichts gebracht. Bis wir sie dann mal angeleint haben und dann zum Auto herangeführt haben. Das hat echt gut geklappt. Sie ist ganz normal mitgelaufen und hatte irgendwie die Sicherheit, ja, an alleine zu sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klappt es echt mittlerweile gut. Und seitdem leihen wir sie halt erst vorher an, gehen dann zum Auto und dann springt sie auch sogar von ganz alleine rein, was richtig gut funktioniert. Und hopp. Super!
das sah vor einiger Zeit wirklich noch ganz anders aus. Und wer wirklich ernsthaftes Interesse an einem Ridgeback hat, der könnte mal die Züchterin kontaktieren. Die große Schwester von Baina, die hat nämlich jetzt vor kurzem erst 12 Welpen geboren. Und was wir auch manchmal machen, was mega witzig ist, ist mit Baina Verstecken spielen. Und das machen wir jetzt mal. So, Baina und Annika warten jetzt da und ich verstecke mich da oben. Baina! Oh, sie kommt. Ich höre. Piep! Piep! Sie kommt, sie kommt. Hey, super, Ini! Hast du mich entdeckt? Ja! War gar nicht so schwierig. Manchmal läuft die wirklich einen Meter an einem vorbei, bleibt stehen, dreht sich zu einem um und sieht einen nicht. Aber jetzt hat sie mich sofort entdeckt. So, jetzt drehen wir den Spieß um. Annika versteckt sich gerade und ich begleite mal Baina beim Suchen. Kaputt bist du, was? Kaputt bist du. Super. Im Haus kann man auch super Verstecken spielen. Baina! Piep! 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 Super! Piep! Sich zu verstecken ist ja auch gerade etwas, das ein großer Teil der Bevölkerung machen muss. Auch wir müssen unsere Meinung und Gefühle teilweise verstecken und für uns behalten. Einfach weil es Leute gibt, die es inakzeptabel finden, dass es Leute gibt, die eine andere Meinung vertreten als die allgemein anerkannte. Als die Meinung, die uns durch die Mainstream-Medien eingeimpft wird. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir sind gerade hier am Baumarkt. Rico Cash. Um uns Tapeten fürs Wohnzimmer zu kaufen. Eigentlich wollten wir es vermeiden, hier im französischen Baumarkt Tapeten zu kaufen, weil wir befürchten, dass die Auswahl hier recht begrenzt ist. Aber es ist ja gerade so, dass wir in Deutschland nicht mehr in die Läden dürfen. Es ist wirklich absurd. Das, was vor einem Jahr wirklich noch undenkbar war für viele, ist jetzt zur Normalität geworden. Wir dürfen in Deutschland nicht mehr in die Läden rein. Wir haben sogar probiert, uns Tapeten online zu bestellen, was ein absoluter Flop war, weil die Tapeten waren potthässlich. Naja, sie haben einfach nur geglitzert. Die Tapeten haben geglitzert, ich sage, sie waren potthässlich. Ich hätte sie behalten. Die mussten wir leider zurückschicken und jetzt stehen wir hier eben vor dem französischen Baumarkt und versuchen doch mal unser Glück. Na? Ja, wie erwartet haben wir keine Tapeten gefunden. Beim Thema Tapeten ist das Glück nicht auf unserer Seite, da müssen wir wohl noch weiter suchen. Auf jeden Fall werden wir das Video jetzt hier auch beenden. Ab jetzt sollen auch wieder regelmäßig Videos kommen. Entweder einmal in der Woche oder einmal in 2 Wochen, je nachdem wie viel wir hier auch zu tun haben und sowas. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden weiteren Abonnenten und über jeden Daumen nach oben. Ja. Und damit würde ich sagen, à bientôt. Und au revoir. Heute waren wir einmal raus, was wir ja wirklich selten machen, weil wir einfach so viel auf dem Hof zu tun haben. Aber das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Wir waren in, keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Ich versuche es gar nicht erst, weil es sowieso falsch ist. Wir waren an so einem kleinen Fluss, der sich so durch so einen alten Wald geschlängelt hat. Und das sah jetzt gerade im Winter total mystisch irgendwie aus. 2 Ruinen haben wir noch entdeckt. Total geil eigentlich hier. Mit diesen moosbewachsenen Bäumen und sowas. Also jetzt gerade im Winter hat das richtig was. Aber ich glaube, im Sommer sieht das hier auch echt cool aus. Wenn das hier alles grün ist, ey, boah, Wahnsinn. Ja, das ist echt schön hier. Also wir kommen auf jeden Fall wieder.